Das ist jetzt Sima Ultima. Und diese drei Kugeln, die sagen nämlich, welche Zauber... Oder vier Kugeln sogar. Die wird sagen, welche Zauber Seymour anwenden wird. Rot ist für Feuer, das ist klar. Gelb für Blitze. Wenn ich mich jetzt richtig war. Oder ist es grün? Es ist grün. Grün für Strom, blau für Nässe und lila für Kälte. Und wenn diese drei, wenn alle vier Kugeln die gleiche, in die gleiche Richtung zeigen, also zu Seymour, dann ist es ein ziemlich starker Angriff. Und zwar, jetzt hätte er quasi die Schwäche von Eis. Wenn jetzt nämlich Feuer zu ihm zeigt, heißt es, dass er gerade eine Schwäche für Eis hat. Und das... Also Seymour ist ein ziemlich lästiger Gegner. Erstmal alle stützen, soweit es zumindest geht. 80.000 ist ein machbares Ziel. Und... ich wechsle jetzt mal alle so weit durch, wie es geht. Lulu wird auf jeden Fall... Moment, nein. Mit der Hades-Magie angreifen. Und zwar mit Eisgar. Und nochmal mit Eisgar. Und wenn man das Ganze halt beachtet, dann ist Seymour ein ziemlich einfacher Gegner. Der ist nicht allzu stark. Wenn man die ganzen Sachen beachtet. So, jetzt habe ich Gott sei Dank schon mal Feuer eingesetzt. Das heißt, immun. Zumindest. Ich weiß gar nicht, wie oft er das einsetzt. Dreimal? Viermal? Okay, viermal. Also für alle vier Kugeln quasi. Aber selbst das ist ja relativ easy. Er verursacht nicht viel Schaden. Und er ist auch schon fast geschlagen. Dann wechsle ich nochmal zu Auron. Und das war's. Also... wenn man es beachtet und genügend getrainiert hat... dann ist Seymour sogar ein relativ einfacher Gegner. Ziel des Hasses. Seymour Ultima ist besiegt. Ein Achievement. Ja, Seymour. Das war's mit dir. Now, Yuna, send him! Right! Das war's, Seymour. Ich würde mal sagen, Yuna ist jetzt wieder eine Witwe. So, it is you after all who will send me. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Nein. Sin will be right behind you. So, das war jetzt auch schon Seymour. Den haben wir auch schon abgefrühstückt. Das ist ja hier gerade wie in einem Rutsch. So. Wir sind jetzt wieder ein Stückchen weiter. Das ist jetzt nämlich die Stadt der toten Träume, in der wir uns jetzt befinden. Man kann es quasi mit... ja, Xenakent gleichziehen. Noch 10 Monster, die ihren Frieden suchen. Sprich, wir müssen 10 Monster besiegen. Also, das ist das, was mir das halt sagt.
an und für sich brauche ich nicht mehr so großartig darauf achten, dass alle jetzt einmal dran sind, um die Punkte zu bekommen. Im Endeffekt haben wir das Spiel sogar so, schon quasi gewonnen. Es ist nicht mehr allzu schwer. Genau, noch 8 Monster. Das heißt, wir müssen jetzt noch 8 Monster besiegen. Oh! Mal was ganz anderes. Ein Barbatus. Und die Reflexe sind auch nicht so schlecht von denen. Und dann setze ich jetzt noch mal Riku ein. So, und auch noch mal Yuna, meine Güte. Und als letztes noch mal Auron. Noch mal. So, und jetzt ist aber Schluss. Ach, ein Hinterhalt schon wieder? Wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich setze einfach mal Ultima ein. Mal gucken, ob die das gut vertragen können. Das sind dann jetzt ja schon dann... Gut. Triumph. Ekstase-Typ. Nice. Wer hat jetzt schon wieder 9? Waka. Güte. Okay, das... nicht schlecht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das waren jetzt schon wieder insgesamt 4. Und die Zahl ist 6. Ja, dann sind das jetzt nur noch... So, 3 Leute noch. 3 Gegner noch. Ja, denkst du. Also hier kann man echt nochmal ziemlich gut leveln, muss ich ganz ehrlich mal zugestehen, ne? So. Ja, was soll's. Ich level nur noch mal ganz kurz, bin gleich wieder für euch da. So, gerade wieder fertig und zurück. Kehre ich noch mal hier zu dem Siegel zurück. Oh, ein Todesabt. Den haue ich aber schnell weg, weil das Vieh ist fies. Entweder bringt es einen sofort um oder es gibt einen quasi eine Frist von 5 Runden. 2 Gegner muss ich noch erledigen. Auch Morbol auch noch. Morbol der Große. Mäh. Oh, das ist ja easy. Gut, dann fehlt jetzt nur noch einer. Ein Gegner noch und dann haben wir es geschafft. Vergiss das Hinterhalt. So, das war's. Jetzt können wir weiter. Die Monster, die befreit wurden, lösen das Siegel Yevons. Ah, ich glaube, ich muss noch weitermachen. Ach, noch mehr. 10 Monster wieder. Na gut. Das heißt, nochmal weiterkämpfen. Das kann sich dann doch noch mal ein bisschen hinziehen. Bis man genügend erledigt hat.
Och nö, nee, den mag ich nicht. Bei dir haue ich jetzt ab. Das Viech ist ja sowas von fies. Mit seiner finalen Attacke. Enough. Oh. War hier noch etwas? Ah, eine Truhe. Ich wusste doch, dass hier immer was war. 20.000 Pfund. Naja. Wird uns da zwar nicht mehr so viel nutzen, aber nun gut. Haben ist besser als brauchen. Und wieder ein Todesabschlag. Komm. Es waren jetzt insgesamt 4 Monster, also noch 6. Irgendwie kommen jetzt gerade immer nur eine. Also ein. Wow. 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 Ach ja, die verfluchen einen ja und machen einem noch schlimmere Sachen. Und immer wenn man. Und zwar immer wenn man sie angreift. Dann, egal, schicken sie gleich einen Konter. Und den Fluch, den kann man aber auch nur entweder durch Weihwasser oder, ich glaube, dann durch den Sieg wieder kurieren. Der ist schon wieder Orin, hat schon wieder... Ach, wow! Alter, warum ist die... War das normal damals? Ich glaube ja. Aber was hatte das damit auf sich? Was hatte es damals mit diesen sich bewegenden Steinplatten auf sich? Da geht's nicht weiter. Ich sollte vielleicht mal durchwechseln. Irgendwie bekommen Auron und die drei hier gerade zu viele Punkte auf einmal. Naja, vor allem Waka und Auron. Eieiei. Mag, ich komme hier auch nicht hoch, ne? Also, hm. Farewell. Zehn AP, ne? 10 Spheroiden. Boah, Hilfe. Ich glaube, jetzt sollte es reichen. Wir haben jetzt genügend Monster erledigt für das nächste Siegel. So, alle erstmal auch wieder ihre Allheilmittel einsetzen. Und ich glaube, dann werde ich mal langsam hier mal ein wenig durchwechseln. Nicht nur, dass die drei ihre Punkte bekommen nochmal. Nochmal noch hinzugekommen. Ich musste mir gerade so das Niesen unterdrücken. Deswegen konnte ich gerade nicht reden. So, dann sind jetzt erstmal die drei wieder dran. Die können auch noch mal ein paar Punkte vertragen. Oh.
Und dann hier noch einmal den Panzerbrecher. Niedermähen. Ist das... Naja. Boah. Einfach Yuna mal OP. Ach. Ein Geheimweg. Oder eine Geheimkammer. Super. Nee, du bist mir gerade echt zu doof. Ich wollte die Kiste haben. So, ein Finalelixier. Okay, nice. Ich vermute, dass ich jetzt wieder genügend Monster erledigt habe. Es ist wirklich ein wenig lästig, wenn man hier nicht durchlaufen kann ohne null Monster. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch hier Monster besiegen, damit man weiterkommt. Aber zeitweise sind die echt auch ein wenig lästig. I won't go so easy on you next time. Yeah.